Zuerst die Kraft, die Leistung, völlig überraschend. Also mir persönlich macht einfach die Kombination aus den fast 300 PS mit den 400 Newtonmeter permanentes Drehmoment einfach eine Menge Spaß, weil die Beschleunigung dadurch so extrem schnell ist. Dieses maximale Drehmoment aus dem Stand. Der Tesla Roadster Sport in der Version, in der wir jetzt sitzen, der beschleunigt von 0 auf 100 in 3,7 Sekunden. Und das ist so ein bisschen wie Carrera-Bahn fahren, nur dass man drin sitzt. In gut 3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Zum einen ist es ein Elektrofahrzeug, das heißt, der Tesla Roadster wird wirklich komplett über einen Elektromotor angetrieben, der eben so stark ist, auch überlegen ist. Der hat einen Wirkungsgrad von 82% im schlechtesten Fall. Und wenn man das mit einem Verbrennungsmotor vergleicht, der zwischen 20% und 35% Wirkungsgrad hat, dann ist das einfach der Faktor 3. Völlig überraschend, weil fast kein Geräusch, also kein Motorgeräusch. Der zweite wichtige Punkt ist, dass genau diese Leistung komplett umweltfreundlich eben zur Verfügung gestellt werden kann. Und drittens das schöne Gefühl, dass die Umwelt praktisch nicht belastet wird. Und wenn man sich dann überlegt, dass eine Stromladung für 100 Kilometer nur 2 bis 3 Franken circa kosten, dann gleicht es den Sportwagenpreis sicher wieder aus. Sam Ritz hat immer schon eine Affinität zu Energie und Umwelt gehabt. Das Programm Clean Energy oder Clean Mobility war sehr erfolgreich. Sam Ritz ist die höchstgelegene Energiestadt und tut einfach, was möglich ist, um die Natur und die Umwelt im Engadin möglichst wenig zu belasten. Uns war grundsätzlich wichtig, dass wir von Anfang an beweisen, dass ein Elektroauto heute keine Kompromisse mehr bieten muss. Das heißt, eine Performance hat, entsprechende Reichweite hat, man kann mit dem Tesla Roadster bis zu 400 Kilometer weit kommen und auch noch ein schönes Design hat. Und genau das konnten wir in dem Sportwagenkonzept, so wie wir es jetzt in dem Roadster eben vorfinden, auch ideal umsetzen. Ziel ist es aber, die Technologie allen zugänglich zu machen. 2012 kommt das sogenannte Model S. Das ist eine Sportlimousine mit 5+2 Sitzplätzen. Die ist natürlich im ganz anderen Segment und wird auch mehr Volumen bringen. Man hat grundsätzlich den Unterschied, dass man keine Ölwechsel mehr hat, keine Filterwechsel mehr hat, man hat kein Getriebe, keine Kupplung, weil der Tesla Roadster einfach nur einen Gang hat, mit dem er von 0 auf 200 fährt. Weil der Elektromotor eben so stark ist, ist das möglich. Er hat weiterhin keine Abgasanlage, viel weniger mechanische Teile, wie zum Beispiel Kolben, Zylinder oder Dichtungen. Und das alles hilft natürlich bei der Wartung und natürlich auch Aufwendungen zu sparen. Das heißt, man muss auch viel seltener in der Garage. Wir bieten eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer an, abhängig von der Fahrweise natürlich. Es werden aber neue Schritte natürlich kommen und genau dort auch bei der Batterietechnologie wird extrem gerade geforscht, um die Energiedichte zu erhöhen und gleichzeitig auch die Kapazität noch zu steigern. Sehr stark, sehr schnell. Zum einen ist der Wirkungsgrad natürlich bei einem Elektrofahrzeug viel besser. Im Tesla Roadster hat der Wirkungsgrad im schlechtesten Fall 82 Prozentpunkte. Und geht auf knapp über 90%, je nach Drehzahl. Das ist einfach ungeschlagen im Vergleich mit anderen alternativen Antrieben. Und trotzdem, weil man keinen Motor hört, hat man das Gefühl, man schwebt wie auf einem Luftkissen. Hat aber alles unter Kontrolle, sehr kompakt. Der zweite Punkt ist, dass bei einem Elektrofahrzeug keinerlei Emissionen entstehen und entsprechend gut ist das natürlich auch für die Umweltbilanz. Gerade auch in Ländern wie der Schweiz ist das natürlich dann auch in der kompletten Ökobilanz sehr, sehr positiv. Andere Kunden in anderen Ländern greifen dann auf beispielsweise grüne Stromprodukte zurück beziehungsweise gehen sogar so weit, dass sie sich Solarpanel aufs Dach montieren und entsprechend den eigenen Strom für das Elektrofahrzeug produzieren.